Aber das scheint dann wohl auch bloß per Zufall zu generieren. Was ja nicht verkehrt ist. Das heißt, wir können ab und zu mal ein bisschen gegen diese Brut kämpfen, ohne größeres Risiko einzugehen. Wir können natürlich unterwegs auch einfach mal eine Kuh melken, damit wir einen Notschluck Milch haben, wenn wir verflucht sind. Das wäre vermutlich die sicherere Variante. Ist aber auch ein scheiß Wort. Das muss man erstmal aussprechen können. Da ich ja bekanntermaßen, was meine Let's Plays angeht, absolut nicht sprachbegabt bin, ist das schon eine größere Herausforderung für mich. So, hier ist eigentlich auch ganz hübsch. Und schon wieder essen. Ja, also unser Nahrungsverschleiß auf dieser Reise ist schon ein bisschen gewaltig. Und sich dann durch den Nether nach Hause zu bauen, ist auch nicht ohne. Vor allem habe ich nur die Koordinaten von unserer Nether-Basis und nicht die von zum Beispiel der Station an der Wüste. Was aber vermutlich der kürzere Weg wäre. Ja, na, schauen wir doch kurz, was wir hier Schönes kriegen können. Gibt es hier überhaupt irgendwas für uns truhenmäßig? Ich will jetzt nicht unbedingt das ganze Schiff ausgraben. Aber so wie es aussieht, bleibt uns da gar nicht viel anderes übrig. Da könnte eine Truhe sein. Oder halt auch nicht. Okay. Papiere, Kohle nehme ich natürlich gerne mit. Das brauchen wir alles nicht. Auch das brauchen wir alles nicht. Seltsame Suppe. Ach komm. Einfach nur, wir essen sie kurz und schauen, was passiert. Sobald ich halt wieder Hunger habe. Vorher. Jetzt haben wir schon wieder einen Haufen Müll eingesammelt, den wir gar nicht brauchen. Aber wir können hier mit dem Schiff weiter. Schiff, Boot, was auch immer. Eigentlich ist es bloß ein Boot. So, dann könnten wir vielleicht hier etwas Glück haben mit dem Meer, dass das ein bisschen größer ist. So hoffe ich zumindest. Ja, und so kann man sich auch täuschen. Dieses Spiel hat nur ein Ziel, und das ist es, meine Hoffnung zu zerstören. Hab ich zumindest das Gefühl. Aber ich kann doch jetzt hier nicht folgenlang einfach nur irgendwo rumwandern. Ich meine, das waren jetzt schon zwei Folgen, in denen wir effektiv leider nichts wirklich gemacht haben. Weil wir die Möglichkeiten nicht haben. Weil wir nicht das finden, wonach wir suchen. So, hier sieht zumindest schon mal ein bisschen nach weiterem Horizont aus. Oder halt eben auch wieder nicht. Wenn das jetzt bloß eine kleine Insel sein sollte, dann könnten wir von da aus den Skyblock starten. Aber dann muss sie wirklich, dann darf die nicht viel größer sein als das, was wir gerade sehen. Dann ist das praktisch erstmal der Startpunkt. Ja, von der Größe her wäre das hier nicht verkehrt. Könnte man machen. Kann, muss aber nicht. Aber ich merke mir das mal kurz.
wir können ja wieder hierher schwimmen. Wenn wir hier nicht gerade komplett offenes Meer haben, dann würde ich das immer noch vorziehen. Wenn man dann in sämtlichen Richtungen nichts sieht. Ah, da müssen wir noch ein bisschen. Und höchstwahrscheinlich wird dann jetzt aber hier schon wieder was auftauchen. So wie es immer ist. Oder? Na, wir sehen die Insel noch und da vorne taucht schon das nächste auf. War ja klar. Scheint aber nur eine kleine Sandbank zu sein oder auch nicht. Hier sind halt überall, wie es mir scheint, vereinzelt so kleine Inseln. Das würde mich jetzt nicht unbedingt stören, wenn ich ehrlich bin. Ui, das ist natürlich geil. Das ist sehr cool. Wir müssen hier eigentlich... Oder wir starten hier unseren Skyblock. Dann haben wir zwei ziemlich coole Sachen miteinander verknüpft. Doch, ich glaube, das ist ganz gut. Hier kriegen wir Sachen, die wir halt sonst nirgendwo kriegen. Unter anderem diese Pilzkühe. Das hier ist ja eines der seltensten Biome. Mit dem Dschungel. Sehr cool. Schön, sowas mal gefunden zu haben. Aber der Dschungel wäre mir wichtiger. Ich würde jetzt hier eben mit dem Skyblock anfangen. Einfach damit wir das endlich gemacht haben. Und weil wir hier trotzdem eine recht schöne, ja, Aussicht kann man ja nicht sagen. Wir haben zwar keine schöne Aussicht, aber einen recht coolen Ort gefunden. So, ich würde sagen, wir bauen uns ja 128 Blöcke nach oben. Das dürfte dann Skyblock genug sein. Und dann springe ich einfach runter ins Meer und wir schippern weiter. Würde hier dann bloß das Netherportal aktivieren, die Koordinaten aufschreiben, das können wir dann demnächst mal verbinden, also die Koordinaten im Nether. Machen wir dann vermutlich alles von der Station Wüste. Und wenn wir dann noch einen Dschungel finden, können wir das auch noch verbinden. Ah, das ist sogar ein relativ großes Pilzland. Das ist ja cool. Finde ich sehr, sehr hübsch. Ließe sich bestimmt auch was Hübsches draus bauen. Wenn man nicht gerade eine riesen Insel darüber schweben hätte. Wir könnten allerdings auch den Skyblock einfach so ein bisschen in diese Richtung ausbreiten. Dass wir von der Insel hier nicht zu viel Licht wegnehmen. So, wir sind jetzt extrem hoch. Nachteil ist, weiter lädt das hier nicht. Ist aber an sich auch wurscht, weil wir sowieso den Skyblock nutzen wollen. Wir wollen... Da hast du einfach nicht diese Aussicht. Da geht's drum, ja, sich aufzubauen. Oder wollen wir vielleicht noch höher? Nur mal so aus Interesse, wie... Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie weit konnte man denn maximal hochbauen? Wir werden es sehen. Hoffe ich. Ich meine, wir brauchen auf der Sky-Insel natürlich auch noch Luft nach oben. Für Häuser. Oder warte. Warte mal kurz. Ich guck mal ganz kurz nach. Wir googeln einfach mal nebenbei schnell die maximale Bauhöhe bei Minecraft. Okay, 254 und wir sind bei 200. Okay, wir müssen definitiv wieder diesen einen Stack abbauen. Schade. Oder zumindest auf 200. Dann haben wir 54 Blöcke Platz. Das sollte für unsere
Quack. Ich. Nein. Ah, das ist jetzt natürlich sehr blöd. Ich notiere mir mal ganz kurz die Koordinaten und ich bin ganz ehrlich, ich werde dann ganz kurz im Kreativmodus dorthin zurückfliegen. Das ist gerade echt. Wir kommen da sonst nicht mehr hin. So. Ja. So, dann machen wir mal Wiederbelebung. Und dann sind wir mal im Spawn. Den Spawn wollte ich schon immer mal mit Shadern sehen. Wow. Gefällt mir persönlich sehr gut. So, dann wechseln wir mal ganz kurz in Game Mode. Ups. Und fliegen in diese Richtung, in die wir müssen. Wir müssen sehr, sehr weit hier lang. Und sehr, sehr weit hier lang. Oder? Warte mal. Ich komme mir gerade überhaupt nicht mehr zurecht. Gut, wir müssen in diese Richtung. Und da. In etwa so. Das dürfte in etwa die Richtung sein. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber wir können uns hier mal unsere Map anschauen. Oh. Hübsches kleines Häuschen. Ich weiß gerade nicht, wessen Bude das ist. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt rausfinden. Hier haben wir ein Pillager-Turm. Ich glaube, das müsste die Basis vom Nico sein. Der hatte so ein Ding in der Nähe. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, wie immer. Alle Angaben ohne Gewehr. Auch ohne Pistolen. Nur damit das klar ist. So. Weißt du, wenn wir schon... Dann wollen wir wenigstens was sehen. Das ist doch so gleich viel hübscher. So, zwischendurch müssen wir natürlich immer wieder mal gucken. Wir müssen auf 1546 und minus 6690. Da haben wir noch einiges an Strecke vor uns. Vielleicht finden wir unterwegs einen Dschungel. Das wäre natürlich super dann. Ah, auch cool. Ich wüsste ja gern, wo dieser Dschungel gefunden wurde. Ob das sehr weit weg war. Ich meine, je weiter man weg ist, es ist ja ein Radius. Es ist umso mehr, was man absuchen könnte. Hier haben wir ein kleines Dorf. Das soll mich aber nicht weiter interessieren. Wir haben unsere Dorfbewohner. Letztendlich haben wir alles, was wir brauchen. Und es ist auch erstaunlich, dass wir an sich größtenteils diese Dschungelsuche nur machen, um an Bambus und Kakao zu kommen. Fast schon ein bisschen traurig. Aber andere Möglichkeiten haben wir nicht. Ich könnte es natürlich ercheaten. Wenigstens eins, um das Ganze dann irgendwie halt selber hochzuzüchten. Aber das, ja, es kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Ich möchte das schon verdienen. Ach, das ist ja auch cool mit diesem Plateau. Wir haben hier schon grundsätzlich sehr, sehr schöne Gegenden. So, jetzt müssen wir bald nur noch geradeaus. Wenn wir bei der X-Koordinate auf 1546 sind. Das heißt, wir können hier gleich eine kleine Kurve fliegen. Wir müssen dann nur noch in Richtung der negativen Y-Koordinate. Genau, die Y-Koordinate. Wer kennt sie nicht? So, jetzt. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir möglichst gerade fliegen. Leichte Abweichung werden wir natürlich haben. Aber die werden wir hoffentlich auch überleben. Bis wir da ankommen,
Wir dürften immerhin noch sehen, wo wir waren. So, hier sehr schöne Gegend, sehr, sehr schön. Wenn wir sowieso im Kreativmodus sind, würde ich diese Erdstrebe unterhalb des Skyblocks auch gleich mit kreativ abbauen und dann wieder hochfliegen. Das wäre so die Ausnahme, die ich nochmal mit euch machen würde. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Sonst, ja, müssten wir das manuell machen und dann über ein Netherportal irgendwie wieder hochkommen. Wäre halt sehr umständlich. Weil wir dann erstmal wieder zu einem anderen Netherportal müssten, um da hochzukommen. Deshalb würde ich das ausnahmsweise kreativ machen. Ihr habt da jetzt praktisch gar kein Mitspracherecht mehr. Das tut mir sehr leid. Ihr dürft aber gerne in den Kommentaren schreiben, was ich doch für ein Scheusal bin. Dass ich hier einfach so rumcheate. Auch der Fluss hier, auch sehr, sehr schön. Also das Shader-Pack hier einzurichten, war glaube ich meine schlauste Idee, die ich jemals in Verbindung mit dem Let's Play hatte. Beziehungsweise dann ja auch mit dem Stream. Müsste ja praktisch morgen sein. Wenn ich so auf die Aufnahmezeit schaue, müsste, wenn ihr das seht, morgen der Stream kommen. Der erste Stream da mit Shadern. Ich hoffe, das funktioniert auch alles reibungslos. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. So, wie weit ist es denn noch? Ah, wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Was ist das denn? Ach so, das ist ein inaktives Portal. Da ist sicherlich auch eine Kiste, aber die werde ich jetzt nicht plündern. Das wäre wirklich frech. Hier haben wir schon das Meer. Da müssen wir nur noch drüber, dann haben wir es. So. Wir sollten es eigentlich gleich sehen können. Das war die Insel, um die wir rumgeschippert sind. Auch echt hübsch. So. Jetzt dürfte gleich unser Todespunkt auftauchen. Da ist die zweite Insel und dann kommt jetzt die Mushroom-Insel. Hier, da sind wir zu Hause. Ich hoffe, unsere Sachen sind nicht allzu weit verteilt worden. Aber es sieht noch halbwegs okay aus. Hallo, liebe Kuh. So, dann fliege ich einmal hoch. Wir bauen diese Stütze noch bis 200 runter. Dann die kleine Plattform. Und dann baue ich die Erde ab und fliege danach wieder hoch. Das war's damit kreativ. Genug gecheatet für heute. Ich meine, ist schon eine ordentliche Höhe. Kann man nichts sagen. So. Wir sind auf 230. Würde eigentlich auch schon reichen. Mehr als ja 24 Blöcke. Na, wobei, komm, wir gehen weiter runter. Ich mach mal hier wieder auf normal. Dann bauen wir uns, nachdem wir uns hier wieder halbwegs sortiert haben, bauen wir uns noch auf 200 runter. Wo ist meine Schaufel? Ach, verflucht. Irgendwo liegt hier noch meine Schaufel. Die Frage ist, wo? Ach, hier schwimmt noch ein bisschen was. Zum Beispiel eine Axt. Und eine Schaufel. So, jetzt nur wieder hoch. Dann haben wir es doch gleich. Dem Himmel entgegen. Ach, wie schön. So, dann wieder den normalen Spielmodus. Das ist so. Die Spitzhacke gehört dahin. Dann bauen wir uns nach 200. So. Dann eine kleine Plattform.
mit dieser wird dann hier alles beginnen. Das kann alles weg. Dann fliegen wir nur noch hoch, richten uns so eine ganz kleine Anfangsinsel ein, aktivieren das Portal, schreiben uns die Koordinaten im Nether auf und dann geht die Reise nach Dschungel vermutlich erstmal weiter. Da oben. Dort wird unsere zweite Basis anfangen. Das in der Wüste ist ja keine richtige Basis. Das ist nur so ein Wochenendhäuschen, wo wir eben ab und zu mal sind. So, dann einmal noch hochfliegen. Wie gesagt, das in der Wüste ist ja keine Basis. Da sind wir ab und zu halt mal. Aber das war es dann auch schon. Hier würde ich wirklich gern noch eine komplette Basis einrichten, wo wir komplett leben können, autark, ohne irgendwas zu brauchen, außer natürlich Rohstoffe anfangs. Wir brauchen ja immer wieder mal Erde und auch mal Eisen und halt dergleichen.